Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag. Oh, wie viele müssen wir denn hier machen? Zwei. Das heißt, ob die beide auf der Insel sind? Wäre schön. Eine Explosion auf der Insel nach einer versuchten Artefakt. Stand da auf der Insel oder auf einer Insel? Verdammt. Auf einer Insel anscheinend. Na gut. Erstmal wieder eine Schlägerei anzetteln. Ja, diesmal sind sie's. Aber kein Ding. Der Andreas Inn, Taverne verfügbar. 5 von 8 Tavernen freigeschaltet, alles klar. Absergo-Herausforderung beendet. 5 Tavernen freischalten. Das ist ja mega nett, aber... Was soll ich damit? Also die Tavernen sind halt zum Anheuern da, oder man kann zum Beispiel auch Geld zahlen, um Hinweise auf einen Konvoi zu bekommen. Aber das ist ja für uns eigentlich eher uninteressant. Na gut, Geld brauchen wir immer, aber wir können halt auch kein Geld für den Konvoi ausgeben. Also für die Informationen. Hier gibt es ja was zum Lesen. So, wer lesen möchte, bitte Pause machen. Ich werde immer so in gewissen Abständen kurz anhalten. Was? Ach, da fällt mir ein, hier gibt es glaube ich eine Schatzkarte, ne? Das kann die nicht sein. Hier ist doch kein Haus, oder? 6,33. Ne, 5,73. Das könnte gehen. Also holen wir uns auf jeden Fall. Moment. 5,65. 65. Das wäre hier. 5,65.
5:39. Da wäre ein Schatz. Verdammt. Aber soll hier nicht auch einer sein? 5:79. Das sieht schon besser aus. Tut mir leid. 27. 5:79. Das soll hier sein. Keinen Sinn, da ist der Steg, das heißt, ich muss dahin. Gut, holen wir uns erstmal. Ah, was mache ich denn hier? Gleich zwei Kisten oder eigentlich drei Kisten mehr oder weniger aufeinander. Das ist mega. Ich weiß nur nicht genau, was eine ULC-Truhe ist. Aber sie gibt 3500 real, also beschwere ich mich da nicht. You require my services? Alter. Was können wir denn... Ja, toll, der Rammsporn. Aber weißt du was? Machen wir. Dann haben wir das auch mal gemacht. Hätten wir früher oder später sowieso machen müssen, also... Warum nicht jetzt? Well done! Hey, ich will da hoch. Eine Truhe fehlt uns aber an. Es gibt aber noch zwei da unten. Ah ne, es fehlen sogar noch zwei. Ich kann fünf nicht lesen, scheinbar. Joho, ich weiß, dass ich eine Schatzkarte habe. Wir sind ja auch mehr oder weniger schon auf dem Weg dahin. Hoffentlich sind wir jetzt hier nicht noch die ganze Folge, weil ich würde gern den Assassinenauftrag wenigstens diese Folge noch erledigen. Andreas Island. Das bleibt ja alles so, wie es ist. Entschuldigung. Ich konnte nicht widerstehen. Normalerweise mache ich das nicht, weil es alle. Das nenne ich weiter. Eine Schatzkarte. Und ich glaube sogar, ich weiß ungefähr, wo es ist. Und hier müsste unser Schatz sein. Graben. Cool. Ein Plan der die Elite-Harpune ist jetzt in der... Nietzsche.
Friedrich Nietzsche. Gut, dann sind es hier nämlich wirklich noch die Assassinenaufträge. Aber ich will mal gucken, ob wir die Harpunen nicht sogar schon holen können. Irgendwas sagt mir nein, aber man kann es ja mal versuchen. How might I find your favor today? Oh, oder vielleicht doch. Ja, kostet mich nur 4000 Real, also so ziemlich alles, was wir haben. Nein. Hä? Nie nicht gerade erst noch? Wahrscheinlich hat der Schatz uns... Ach ja, und wir hatten ja auch noch einen Schatz der 3000. Ja, okay, alles klar. Wir hatten schon ein bisschen Geld. Bessere Harpunen, das ist natürlich sehr sinnvoll. Ja, ich steuere selbst, glaubst du gar nicht. Da wollen wir hin. Nee. Für Metall hätte ich es angegriffen. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Was anderes, Mann. Ach, wo ist mein Lieblingssender? Ah, hier. Pirate FM. FFM. Oder Hit Radio Karibik. Der hat Stoff. Treib gut in sich, Captain. Loot. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Jetzt auf einmal. Oh, könnte das das Schiff... Oh! Moment mal. Ich glaube, 606 war das, ne? Ich glaube, da kriegen wir noch einen Schatz. Das war der falsche Stick. Klippefahrt, die Segel einholen! Wiederholen und aufkeilen! Auf Segel rein! Captain Außenbords! Warte, Captain des Außenbords oder ist Außenbords? Ich meine, das muss man klären. Hey, komm da her. Oh.
So, der Schatz sollte irgendwo... hinter dem Schiff hier palmen. Los, cabrón. Hinter dem Schiff hier palmen. Können die das sein? Oh, da liegt eine Palme. Aber... ist hier. Okay, 4000 Real, das ist gut. Aber bedauerlicherweise kein Plan. So, das war der Auftrag. Jetzt könnten wir theoretisch wieder... wo müssten wir denn sonst hin, ehrlich gesagt? Da. Ja, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, sogar wieder... Ach komm Leute, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ich bin ein Mann. Oh, ist ja peinlich. So, den Konvoi haben wir markiert. Hm, ja. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Biere freimachen, lasst etwas hin. Segel satt! Wenn der Geldgewinn hoch ist, will ich das haben. Hey. 2000. Sind bereit! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Yo, heave, go! La 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 la. Die pissen sich an. Gegenseitig, oder?
Trinken gesagt, oder? Nicht ein Wort mit F. Können wir später abfracken. Schön, den jetzt auch zum Captain zu machen, weißt du? Und das Ding dann nachher einfach kaputt zu machen. An den Stagen, fangt den Wind! Alle Segel, Bewegung! Lehsegel raus! Zieht sie ran mit aller Kraft! Sehr risikofreudig gerade. Ja, da sind jetzt zwar noch Schiffe, die wir plündern könnten, aber... Zucker, Rum und Zucker. Ah, komm. Großsegel set! Wir haben's eilig. Ich würde gerne den anderen Assassinen-Auftrag auch noch diese Folge machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Bereit zu feiern, Sir! Wir rammen den weg. Wir werden sie rammen, Sir!
Ein Wrack mehr! Die Metall. Okay, dafür. Zieht sie ran, Matrosen! Ja, schieß gegen mein Schiff, Vogel. Kommt mit, oder? So, mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Natürlich. Öffnet die Hauptsegel! An die Großschote und dicht holen! Alle Segel, sie verträgt das! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln! Jetzt zeigt auf es! Aufseilen! Nehmt Druck vom Bau! Ich mag es, Jungs! Ist keine Schikane! Bam! Captain geht schwimmen! So, jetzt schnell noch den Assassinenauftrag holen. Es gab einen Händler, der vor allem kleinere eingeborene Schelme in der Karibik-Slav wird sich bald mit anderen Skaven auf Andreas Island treffen. Fangt ihn ab und durchkreuzt seine Pläne. Na, perfekto. Soll ich den verfolgen? Ah, nee. Hä, du bist doch eigentlich das Ziel, du Vogel. Ich glaub, das Spiel kommt mit der Logik nicht klar. Fire!
Bereit, Feuer! Sie geht gleich unter! Okay, aber er ist ja eigentlich auf dem Steg geblieben. Ah, ja, das Spiel muss man nicht unbedingt verstehen, glaube ich. Gut, dann des Teufels Advokats. Wolltet gern, gib mir etwas Bart! Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgepäuschen. Sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und